Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft zu streamen. Ich war gestern Abend so fertig. Die Arbeit war so anstrengend. So, das ist natürlich klar. Boah. Guide-Spiele. Alle Clans werden dazu aufgerufen, suchen in der Guide-Spiele-Beta zu helfen, um Guide zu verwenden. Okay. Sag mir jetzt zwar absolut null. Boah, ich habe schon 12 Subscribers. Was ist denn bei euch los? Ich fasse es einfach nicht. Aber danke auf jeden Fall. Wisst ihr, sowas wird mir immer erst angezeigt, wenn ich, wenn ich einen Stream starte, ich gucke so in die Statistiken und Einnahmen und den ganzen Kram, in den ganzen Klits, gucke ich gar nicht rein. Und jetzt sehe ich gerade, jetzt wo ich den Stream gestartet habe, 12 Subscribers. Hammergeil, Leute. Hammergeil. So, ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Story weiter. Von der Story ist ja nicht mehr viel. Oh, und was ist das jetzt? Oh, hier jetzt Patrouillen. Patrouillen haben wir jetzt. Und jetzt macht das auch Sinn, Patrouillen zu machen, weil wir jetzt auch einen Sparrow haben. Dann ist das Ganze nicht so schlimm. So, läuft das öffentliche Event schon? Ah, ist schon aktiv. Ja, werde ich dann wohl nicht mehr hinschaffen. Ich muss mir mal auch so eine Subscriber-Dingsbums. Das hat ja eigentlich jeder große Streamer. Die haben da unten so eine Anzeige. Subscribe. Ich weiß nicht, was mit der Kleinen los ist. Die haben so einen Subscriber-Zähler. Das soll ja die Leute motivieren, noch mehr zu subscriben. Also dafür wäre es jetzt nicht einfach nur mal interessant, immer zu sehen, wie das ansteigt. Also ich hätt nie im Leben gedacht, ich habe den Button ja jetzt erst seit der Gamescom eigentlich. Das ist noch kein Monat, 12 Subscribers. Also dafür, dass ich es nicht drauf angelegt habe. Echt danke, Leute. Erreiche Level 15. Ich bin doch schon Level 20. Was will der eigentlich von mir? Da. Erreiche Level 15. Ach so. Das ist die Voraussetzung für die Mission. Erreiche Level 15. Da labe ich mich doch kaputt. So, jetzt muss ich erstmal. Jetzt kann ich das erste Mal einen Sparrow rufen. Oh, das erste Mal in Destiny 2 einen Sparrow. Ich breche ab. Juhu. Ich muss jetzt mal den Weg finden. Oh, ist das ein schönes Gefühl, nicht laufen zu müssen. Und da, dann schafft man es auch noch pünktlich zum Event. So sieht's nämlich aus. Dann machen wir uns mal auf. Die wollen wohl mein Territorium ausspionieren. Wow. Was ist das denn für ein Event? Ich bin ja direkt tot. Sind auch alle Level 20 da drin. Warum? Warum kriege ich denn jetzt Schaden? Oh. Jawoll! Hat er gesehen? Den habe ich ganz alleine weggemacht, den Typen. Können wir echt froh sein, dass ich gekommen bin zum Helfen.
Auch wenn ich manchmal schnell sterbe, aber da können sie auch echt froh sein, dass ich gekommen bin. So. Ein Chirurgenheilmittel. Sehe ich da, wie die Kabale kleinlaut abhauen? Sehr schön. Chirurgenheilmittel. So, dann haben wir den gekriegt. Handfeuerwaffe. Kann weg. Ah ja, da muss ich noch gucken, dass ich das gleich mal stärker mache. Oh, die beiden tun sich nichts. Ich kann mal höchstens gucken, welcher schöner ist. Oh ja, den finde ich, der ist schlicht. Den finde ich besser. Ich bin ja ein schlichter Typ. So, Fahrzeug rufen. Rum. Empfohlene Power 160. Da bin ich ja schon weit drüber. Ich habe Besuch auf dem Schoß. Ne, Eve? Die kleine Eve möchte wieder ins Rampenlicht. Da ist sie. Sieht man jetzt schlecht, weil ich hier kein Licht an habe. Ne, Eve? Neue Mission, Rache. Hüter, der Weg vor dir ist gefährlich. Ich schicke dir Holiday mit etwas ganz Speziellem. Wow, 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 wow. Wie speziell genau? Bleib einfach in Bewegung, stürme die Einrichtung und geh an Bord des Kabalträgers. Egal wie, wir müssen es zur Allmacht schaffen. Zavala, ich muss dich mal was fragen. Als du diesem Hüter hier gesagt hast, dass du, und ich zitiere, Kate brauchst... Hast du da vielleicht unter Umständen geweint? Holiday, was ist dein Status? Fürs Protokoll, er bestreitet es nicht. Ich präsentiere den Drachen. Ich brauche noch ein bisschen, Commander. Die kriegen einen Panzer? Wieso bekomme ich nie einen Panzer? Du würdest sie nur kaputt machen. Geil, Raketenwerfer habe ich auch. Die Steuerung mit dem Panzer ist nur etwas gewöhnungsbedürftig. Fahrzeug. Ich dachte, das wäre Müll. Der mir im Weg liegt. Ruf mich, wenn du noch einen von diesen wunderschönen Panzern haben willst. An Nachschub mangelt es nicht. Oh, ich bekomme also nicht. Die bekommen so viele, wie sie wollen. Das ist nach sowas gefällt mir. Alles nur noch am Explodieren und am Kaputtgehen hier. Hallo Konki! Oh, du guckst jetzt gerade bei einer Mission rein, ne? Bei einer Story-Mission. Ich sag's nur schon mal vorher. Bevor du mich nachher verfluchst. Ich wollte extra mit einer Story-Mission anfangen, bevor du oder so kommst. Das ist, glaube ich, auch die letzte. Thank you.
Will ich einen neuen Panzer? Ja, ich glaube, ich will einen neuen Panzer. Ich glaube nicht, dass wir uns durch diese Tür schießen können. Die Steuereinheit sollte in der Nähe sein. Ah. Moin, mein Bester. Oh, jetzt schleimst du aber. Konki. Mein guter Freund. Mein guter, niemals sterbender Freund. Siehste, kann ich auch. Gummi um den Kopf immer beim Spielen. Na gut, das ist ein Insider. Guck mal, schon 12 Subscribers. 12! Ich fass das nicht. Ja, das stimmt. Lieber am Kopf als am Arsch. Das ist völlig richtig, Konki. Voll Battlefield hier wieder. Oh, mein Panzer sieht nicht gut aus. Vielleicht kann ich ja nochmal zurückfahren. Nee, kann ich nicht. Haben die Brücke eingezogen. So kommen wir da nicht rüber. Besser die Brücke einziehen als was anderes. Dein Superpanzer kann nicht fliegen. Oh. Oh, oh, raus, 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 raus. Tja, mein Superpanzer kann nicht fliegen. Ich selber kann aber auch nicht fliegen. Ich muss oben lang irgendwie. Okay, dann muss ich wahrscheinlich da rechts durch dieses Gebäude. Wie geduldig der da gestanden hat, einfach mal. Oh. Bin fort mit euch, ihr Höllenbrut. So sollten wir es rüber schaffen. Wie? Ach so. Ihr wolltet mir also keinen Panzer geben. Warum habt ihr dann unseren Lieblingshüter nach mir suchen lassen? Deine risikoreichen und einsatzfreudigen Kampfmanöver können sehr effektiv und inspirierend sein. Ja, hallo, wo soll ich denn jetzt hin? Panzer sind die 100-mal inspirierender. Kann ich nicht durch die Tür? Ja.
Panzer habe ich jetzt auch erstmal nicht. Da muss ich mich wohl jetzt so durchkämpfen. Oder? Ja. Das wird haarig. Haha! Ich habe extra versucht, den Fahrer rauszuschießen, damit ich wenigstens den ihren kleinen Panzer kriege. Den ihren Anfänger, Abfänger. Scheiße! Näh, hätte ja klappen können. Hätte, hätte Fahrradkette. Achso, ich dachte, er hätte jetzt nochmal was verloren. Deswegen habe ich mich nochmal umgedreht. Ah, jetzt kriege ich wieder einen neuen Panzer. Ach, da kommt der nächste große Panzer. Scheiße. Ja, war klar. Okay. Also muss ich entweder langsamer vorwärts oder direkt durch und dann den Panzer platt machen. Diese zwei Möglichkeiten gibt's. Ah, das sind sogar zwei Panzer. Ach du Scheiße. Na gut, einen hätten wir schon mal. So, der andere war hier auf der linken Seite, ne? Ah ne, ich hab mich verguckt, war doch nur einer. Hallo Ocean Blue Ink. Kleiner Suchti. Wer ist denn hier ein Suchti? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe dir ein paar Likes auf Instagram dagelassen. By the way. Oh, der Panzer ist ja noch eigentlich ganz gut in Schuss. Dafür, dass wir den vorhin sofort instant verloren haben. Wir sind fast aus den Tunneln raus und sollten bald den Träger erreichen. Alles, was zwischen dir und der Allmacht steht, ist Tumos der Ungebrochene. Er gehört der Blutwache an, einer von Golds Auserwählten. Die Rotlegion würde für ihn sterben. Wieso hilfst du ihnen nicht dabei? So, den lassen wir stehen und holen uns einen neuen. Hallo, ich will einen neuen. Warte, siehst du die Generatoren? Wir müssen sicher die zerstören, sicher. Wenn wir an Bord des Trägers kommen wollen. Generatoren zerstören, kriege ich hin.
ein Generator weniger. Das Panzerfahren ist des Blamers Lust. La 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 la. Oh. Tut ihm bestimmt jetzt schon leid. Geht zurück zu seiner Mami. Kann ich schon wieder einen neuen Panzer herbeirufen. Was ist das für eine kranke Welt hier? Das Schild ist deaktiviert, aber das Schiff hebt gleich ohne uns ab. Der Träger darf nicht abheben. Ein paar Raketen in den Auspuff sollten das Problem lösen. In den Auspuff? Ich hänge aber fest! Ah, war ja klar. Ganzes Raumschiff aus dem Weg geräumt hier. Wenn das hier vorbei ist, rede ich mit Holiday über einen Panzer für dich. Oh, ich hab dich auch vermisst, Kumpel. Conky, du kannst ja mehrere Panzers spawnen. Man zockt ja gemeinsam. Ocean Blue Inc. Das Problem ist ja, dass das Spiel halt für den PC erst am 24. Oktober kommt. Dann spielen wir zusammen. Ich habe heute eine bevorstehende Veranstaltung. Das Kochtheater, Public Viewing Premiere. Ja, meine Cousine leitet diese Kochshow. Jetzt kriege ich Suchanfragen bei Facebook. Hör mal, du hast doch hier, ne, weißt du noch, als du da warst, am Ballermann, da hast du doch mal so eine gefilmt im Livestream. Und die suchen wir jetzt. Das ist wieder sowas, oh, da habe ich was gehabt und jetzt ist sie schwanger und kannst du mal gucken. Wieder so weit in der Richtung. Ach, warum laufe ich eigentlich? Bin ich denn doof? Ich habe doch jetzt meinen Sparrow. Erstmal das öffentliche Event wieder dazwischen schieben. Dann machen wir uns mal auf. Die wollen wohl mein Territorium ausspionieren. Bin ich der Einzige? Boah, es ist kein anderer hier. Das ist übel. Ah doch, jetzt ist einer da. Scheiße, schnell raus. Drecksköpfe. Das ist ein bisschen viel hier. Erstmal ein bisschen Energie laden. Oh, geil. Legendäres Engramm. Legendäres Engramm.
Jawohl! Mein erstes legendäres Engramm, das ich im Kampf gewonnen habe. Was ist da los? Haben wir es jetzt geschafft? Ja, da ist die Kiste. Und weg sind sie. Sind uns nicht gewachsen, hä? Sie haben weniger Informationen gesammelt, als sie wollten. Dank euch. Ich will mich verarschen. Aber schön zurück hier, Freundchen. So. Ah, hat er natürlich auch was verloren. Ah. So, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Wo geht denn hier die Mission weiter? Okay, da. Mal markieren für mich, damit ich auch einen Weg finde. Aber jetzt gucken wir mal kurz rein. Wir haben ja wieder einiges neu gekriegt. Impulsgewehr auch noch mit schlechteren Werten. Weg. Ja, da könnte man eventuell das Automatikgewehr mal aufwerten. Oder es versuchen. Das geht aber, glaube ich. Ja, geht mit dem Blauen nicht. Na, das ist natürlich ärgerlich. So, wie sieht's hier mit den... Oh. Keinen neuen Helm. Grün. Ich muss mal unbedingt meine Rüstung nachher mal so ein bisschen checken. So. Ja, was heißt coole Story? Das sind so Sachen, die erlebst du tagtäglich irgendwie am Ballermann. Da machen sich auch alle immer drüber lustig. Ich meine, ich habe mir die Nachricht jetzt nicht genau durchgelesen, die ich da im Messenger gekriegt habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so in die Richtung geht. Ich glaube, ich muss hier abspringen. Schön, dass mir so toll angezeigt wird, wo ich genau hin muss eigentlich. Verlauf mich hier voll in dem Raumschiff. Und statt nach oben gehe ich immer weiter nach unten. Kann eigentlich nicht richtig sein. Ich komme jetzt gleich bestimmt bei irgendeinem Champion an. Aber wäre ja nicht schlimm. Kriege ich vielleicht noch was Tolles. Jawohl, Glanzengramm verdient. Jetzt hat sich das doch schon gelohnt, hier unten lang zu gehen. Aber warum? Ich finde es nicht lustig, aber einfach nur traurig, wie viele Menschen nicht aufpassen. Haben denn alle nicht in der Schule aufgepasst? Wie denn, wenn alle auf Malle sind? Gut gekontert, Konki. Gut gekontert. Ich konnte ja hier auch nichts lernen. Ich bin ja auch ständig nur auf Malle. Ach, wie schnell ist da irgendwas passiert? Kann ja auch unabsichtlich sein. Kondomplatz. Wenn man zu gut ausgestattet ist. Kenn ich. Ja, vor allem sollte man dran denken, dass Kondome nicht nur dafür da sind, um vor Schwangerschaft zu schützen, sondern auch vor Krankheiten.
Das vergessen die meisten. Oder ist den meisten eigentlich auch egal. In dem Moment. Ist so. Ah, da ist die Beutekiste. Philips B. Ihr werdet nicht schwanger. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber viele Frauen interessiert es eigentlich auch nicht. Kann ich dir wirklich sagen. Beziehungsweise die sagen sich, okay, ich nehme die Pille. Ne, reicht. Und denken nicht daran, dass der Typ vielleicht ganz andere Sachen da in den Kreislauf reinbringt. Sagen wir es mal so. Aber das ist jetzt hier so ein Real Talk. So, machen wir mal die Handschuhe besser. Wow. Ich würde auch gerne die Schuhe besser machen, aber ich muss mir noch ein paar Bruchstücke aufheben, um um meine Engelsrüstung mal aufzuwerten. Die möchte ich ja lieber haben, als das, was ich jetzt anhabe. Ich habe ja so einen schönen Engelsanzug. Ja, Aufklärungsstunde am frühen Morgen. Herzlichen Glückwunsch, wir haben das Niveau von Frühstücksfernsehen auf Sat 1 erreicht. So, jetzt zeigt er mir wenigstens einen Weg an, wo ich lang muss. Hat er mir vorhin die ganze Zeit nicht angezeigt. Oder ich habe es übersehen. Habt ihr was gesehen? Ich glaube nicht. Jetzt zeigt er mir wieder nichts mehr an. Und ich stecke hier irgendwo fest. Ich denke mal, ich muss da hoch. Und da oben bin ich ja auch, glaube ich, gekommen. Seht ihr, jetzt zeigt er mir wieder völlig blödsinnig an. Dass ich da lang müsste. Aber da lang geht ja gar nicht. Oh, eine Kiste. Tiddly Glimmer. Okay. Ah, okay, wir sind wieder draußen. Passt schon mal. Schwanger nicht, aber unter Unterhaltsvorschusskasse senden dann gerne Post. Ach so, ja. Aber dazu gehören immer zwei. Stimmt auch. Kann ich vielleicht außen lang? Ja, aber wenn man so sieht, wie viele nicht wissen, wer der richtige Vater ist, weil in der Zeit 10 Männer gerammelt haben, habe ich auch kein Mitleid damit. Das ist sehr radikal ausgedrückt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn Frauen viele Männer haben, ja, man muss es immer, das muss man auch immer von zwei Seiten sehen. Ich gehöre ja zu den Leuten, die sagen, okay, wenn Männer, wenn wir Männer das machen, sind wir die Helden. Ne? So, boah, guck mal, wie viele ich hier weggestratzt habe in einer Woche Urlaub oder so. Und ich finde das wirklich nicht schlimm, wenn Frauen sich dasselbe Recht rausnehmen. Klar ist es schöner, wenn man jemand ist, der nicht viele Leute durch die Gegend, also durchrammelt. Die Zahl klein zu halten, ist eigentlich immer das Ziel, das jeder haben sollte. Ich muss ehrlich sagen, also für mich ist es da auch schon zu spät. Ich war ein ganz schön wilder Typ. Aber dasselbe Recht, was wir Männer haben, mit dem alles wegstratzen, das stehe ich auch den Frauen zu. Ich würde niemals zu einer Frau sagen, nur weil die macht, wozu sie Spaß hat. Und wenn es Rammeln ist, würde ich niemals sagen, dass das jetzt eine Schlampe ist oder sowas. Ich würde sagen, okay, die lebt ihr Leben halt wie ein Mann. Fertig. Na, also ich hätte damit kein Problem. Solange man in einer Beziehung dann treu ist, ist das natürlich alles in Ordnung. Ja klar, das sage ich ja nicht, aber dann kaum zu verhüten, dann nicht zu wissen, wer von... Ja, okay, das stimmt. Klar. Wir sind im Träger.
Also ich persönlich kenne eine, die ist in meinem, leider in meinem Freundeskreis. Die hat mittlerweile vier oder fünf, ich glaube fünf Kinder von fünf verschiedenen Vätern. Ich meine, sie weiß, wer die Väter sind, aber sowas geht gar nicht, finde ich. Fünf Kinder von fünf verschiedenen Vätern, ne. Also da hört's auf. Vor allem, weil es ja auch nicht schön ist für die Kinder. Na, jedes Mal so, hallo Papa. Nee, das ist nicht dein Papa, das ist ihr Papa. Ach so, hallo Papa. Nee, nein, nicht dein Papa, ihr Papa. Das ist doch auch scheiße für das Kind. Das vermittelt auch einen völlig falschen Eindruck. Oder eine völlig falsche Lebensweise an das Kind. Das Kind nimmt nur mit, ach so, ich kann ja Kinder machen, mit wem ich will. Ist ja alles gut. Also sobald Kinder ins Spiel kommen, bin ich da wirklich... Wenn Kinder ins Spiel kommen, bin ich ein kritischer Mensch. Da bin ich wirklich kritisch, weil Kinder, finde ich, gehen über alles. Kinder sind das Heiligste, was wir auf dieser Welt haben können. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch noch keine. Heilige Kinder, die würden bei mir, glaube ich, in Flammen aufgehen. Nein, ich glaube, ich wäre ein guter Vater. Aber gerade dadurch, dass ich so viel Verantwortung dann trage... Und ich das so ernst nehmen würde, würde, glaube ich, mein Leben total in den Hintergrund treten. Ich würde mein Leben nicht mehr leben, sobald ich ein Kind habe. Ich möchte gerne mal irgendwann eins haben. Langsam wird es auch Zeit. Ich bin ja ein alter Sack. Aber ich glaube, mein Leben wäre dann quasi für mich, was zum Beispiel hier zocken und streamen und so weiter angeht. Ich glaube, das wäre sofort abgehakt für mich. Es wird für mich gar keine Rolle mehr spielen. Wäre sofort Schluss. So ein Kind braucht ja auch Zeit. Conky kann da ja auch ein Liedchen von sich. Der Multivater hier. Kommt an, wie Frau es macht, finde ich. Muss ja nicht sein wie bei der U-Bahn, ja. Solche Frauen kenne ich auch. Vier Männer, vier Kinder. Also sowas finde ich, das geht wirklich nicht. Das geht gar nicht. Das nicht. Die Brücke sollte über uns sein. Spaß haben, so viel sie wollen. Alles scheißegal. Aber dann wenigstens aufpassen. Okay, ich habe die Karte. Lass uns Tumors finden. So, lass uns den Tumor finden. Boah. Hä? Versuch einfach auf das Schiff zu kommen. Das haben wir schon tausendmal gemacht. Ach. Danke für den Tipp. Sei vorsichtig da draußen. Das Team, ich glaube, ich bin, glaube ich, so altmodisch. Ich möchte einen befristeten Arbeitsvertrag, dann eine Wohnung mit meinem Mann suchen, heiraten und dann erst Kinder, wenn das Geld stimmt. Ja, das ist auch die völlig richtige Einstellung, Ocean Blue. Ich habe bisher noch keine Kinder in die Welt gebracht, weil ich auch gesagt habe, okay, ich verdiene nicht schlecht. Ich komme ja aus dem Handwerk, also ich verdiene eigentlich richtig gut. Aber ich habe immer gesagt, nee, weil bei mir ist Ende des Monats immer noch ein Zero. Wegen meinem Spielzeugs und so weiter. Und ich möchte, wenn ich ein Kind habe, meinen Lebensstandard selber halten können, aber auch dem Kind was bieten können. Und das würde so nicht klappen. Und deswegen habe ich auch den Meisterbrief gemacht und habe gesagt, okay, mit Meisterlohn, weil ich kenne es nicht anders von meinem Vater. Mein Vater ist auch stark Elektrikmeister bei Bayer gewesen. Und der hat mir alles geboten, was ich so brauchte. Auch meinem Bruder. Und ich habe gesagt, okay, sobald ich Meisterlohn kriege, dann geht's los. Dann kann ein Kind kommen, alles. Und ich spiele ja schon mit ganz anderen Gedanken mittlerweile. Nicht nur, dass ich dann ein Kind mache und dann kommt hier mein Zockerzimmer weg, dafür kommt Kinderzimmer hin. Nee. Der sollte uns wieder auf den Weg. Also jetzt, wo ich weiß, was ich so in ein paar Jahren verdienen werde in dem Job, in dem ich jetzt bin. Das ist ja fast Meisterlohn, das sind 100 Euro weniger oder so. Spiele ich schon mit dem Gedanken, dann meine Eigentumswohnung hier zu verkaufen und in ein Haus zu investieren. Da ich mir dann ein Haus kaufe, dann habe ich nämlich doch noch mal ein Zockerzimmer und ein Kinderzimmer. Und ich kann dem Kind wirklich was bieten, weil das Geld einfach stimmt. Dann fehlt mir halt nur noch, ne, weiß ich nicht,
ob die Abby da mitspielt. Die Abby ist ja noch, die ist ja 16 Jahre jünger als ich. Ob das für sie alles so passt, ist dann noch die Frage, ne? Jetzt erstmal das halbe Jahr abwarten, dass sie in Malaga ist. Also das ist auch eine harte Belastungsprobe, finde ich, für Beziehungen. Muss man ja ehrlich sagen. Und ja, man weiß halt nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich sag für mich selber, in den nächsten 3 Jahren sollte das mit dem Kind schon mal hinhauen. Weil in spätestens 3 Jahren bin ich 40. Und alles darüber, da sage ich persönlich, bin ich, glaube ich, auch wenn bei uns Männern die biologische Uhr anders läuft, glaube ich, bin ich dann, würde ich wirklich sagen, zu alt noch für ein Kind. Man muss auch überlegen, wie alt man ist, wenn das Kind dann in die Schule kommt, wenn es aus der Schule rauskommt. Wenn ich mit 40 ein Kind auf die Wege bringe, dann, wenn das Kind auf die Welt kommt, bin ich dann ungefähr 41. Wenn das Kind in die Schule kommt, bin ich 47. Wenn das Kind irgendwann mal sein Abi machen sollte, bin ich fast schon 60. Ja, und wenn ich in Rente gehe, zieht mein Kind im besten Fall gerade wieder von zu Hause aus. Und dann habe ich nichts mehr davon, dass das Kind wieder raus aus dem Haus ist. Da ist nichts mehr mit wildem Rumgebänge in der Freizeit mit der Frau oder so. Dann ist früh schlafen angesagt. Mittagsschläfchen ganz viele. Wir sind fast beim Hangar. Tumos weiß sicherlich, dass ihr ihm auf den Fersen seid. Ihr könnt euch auf ein Empfangskomitee freuen. Die Zeit wird weniger klar. Ich komme wieder zurück. Ich muss hier erst ein paar rote Untiere abschütteln. Ich würde nicht sagen, die Zeit wird weniger klar. Man genießt mehr die Zeit, wenn man zocken kann abends halt. Ja, aber gerade bei Kleinkindern, ne, da muss man sich ja dann mehr drum kümmern, Konki. Das meine ich. Dann hast du erstmal definitiv kaum Zeit zum Zocken. Vor allem die Nächte werden ja kürzer, ne? Die Kinder, die schlafen ja nicht unbedingt nachts durch, das weiß man ja. Dr. Doof würde was geboten? Wie Dr. Doof? Verstehe ich jetzt nicht. Oh, was macht die denn da? Ja, Ocean Blue Inc. wegen ihrem Studium. Die studiert ja Spanisch und Theologie auf Lehramt. Und deswegen ist sie jetzt in Malaga. Ja, die ist an der spanischen Uni. Halbes Jahr Auslandsstudium. Oder wie das heißt. Deswegen hatten wir ja in dem letzten Livestream, wo wir gemeinsam waren, gesagt, das ist erstmal der letzte Livestream für eine lange Zeit. Das sagen wir ja nicht ohne Grund. Steht da echt Security? Mein Gott. Oh, Muni alle. Gott sei Dank haben wir noch ein anderes super Automatikgewehr. So, Moment, bevor ich da rein rangehe. Nochmal eben gucken, nochmal die Munition da oben einsammeln. Dann wünsche ich hier unbekannterweise viel Erfolg. Unbekannterweise? Hast du die noch nicht in einem Livestream gesehen? Hast du doch bestimmt. Da stimme ich dir zu, möchte mit 36 schon keine Kinder mehr. Ja, mit 36. Konki, du hast aber auch schon drei Kinder, ne? Du hast ja schon 3 Kinder am Start. Du kannst sagen, mit 36 möchte ich nicht mehr. Ich habe noch keinen kleinen Dennis. Ich möchte aber irgendwann einen kleinen Dennis. Ich finde, ein kleiner Dennis sieht bestimmt total süß aus. Der kommt ja nach mir. Der muss ja süß sein. Nach der ist von mir. Wenn
Dann müssen wir mal jetzt eben hier konzentrieren. Dr. Proof, dein Bruder würde was geboten von deinen Eltern. Verstehe ich jetzt nicht, wie denn würde was geboten von meinen Eltern? Ich verstehe jetzt gerade den Zusammenhang wahrscheinlich einfach nicht. Ja, also es gab ja mal die Äußerung von meinen Eltern, der erste von uns, der ein Kind in die Welt setzt. Da wird geguckt, ob der nicht irgendwie im Haus leben kann von meinen Eltern. Zum Beispiel also bei mir wäre das ja bei einer Eigentumswohnung. Dass quasi meine Eltern in meine Eigentumswohnung ziehen würden und ich in das Haus. Alles klar, Hüter. Ich habe mein Teil getan. Na, dann hat man ja Platz satt. Sowas könnte man natürlich machen. Mein Vater hat das ja früher auch so gemacht. Der hat meine Großeltern haben das Haus gebaut, in dem sie wohnen. Das ist ein Zweifamilienhaus. Und mein Vater hat damals zur freier Familiengründung, hat er dann meinen Großeltern das Haus abgekauft. Dann hat er halt da drin gewohnt. Meine Großeltern sind hoch in die zweite Etage gezogen und so haben die das damals geregelt. Ich denke mal, so ähnlich hat mein Vater sich das gedacht, als er das gesagt hat. Meine Eltern brauchen ja natürlich eigentlich nicht mehr so viel Platz, aber das will ich denen ja auch nicht absprechen. Das wäre zum Beispiel eine super Sache, wenn sowas gehen würde. Wird Zeit, er wird bald 30. Ach, ich wollte auch. Das war immer meine Stichzeit. Ich habe immer gesagt, mit 30 möchte ich meine Familie gründen und ein Kind kriegen. Und was ist? Guck mal, jetzt bin ich fast 40 und ich sitze noch immer hier. Ohne Kind. Warum ist der denn immun? Weiß nicht mehr. So, jetzt nur noch ich und er. Jetzt flieht der oder was? Feiger Drecksack, komm her! Ich mach dich kaputt mit meinem Megaschwert. Sagen wir auch am Wochenende immer zu den Mädels. Nein. Und Thomas ist erledigt. Abgehakt und abgehakt. Der war ja easy. Exzellente Arbeit. Aber gut, man sollte auch Level 15 für den sein. Begib dich zur Allmacht. Ohne schnell die schwere Muni, die schwere Muni. Das war saubere Arbeit, Hüter. Ich werde die gute Neuigkeit verbreiten. Thomas ist endgültig erledigt. Danke, Conky. Wenigstens hat dein Kind mehr Haare als du. Dankeschön. Das ist sehr, sehr freundlich. Wer hat nicht mehr Haare als ich? Ich glaube, die ganzen Hooligans in den Fußballstadien haben mehr Haare als ich. So, was jetzt? So. Die Story geht hier immer noch weiter. Immer noch auf dem Planeten. Wir könnten aber erstmal... Ne, wo sind wir denn? Ach, da oben. Ja, ne, dann reise ich nicht erst weg. Das nehmen wir jetzt auch noch mit. Ist ja ein richtiger Storytag hier heute. Dabei wollte ich doch noch gerne so ein bisschen Engramme encoden lassen.
Noch ein, zwei Strikes. Aber ich muss ja gleich schon wieder zur Mittagsschicht. Geht ja gar nichts hier. So, Schwert. Granatwerfer. 217. Raketenwerfer kann weg. Der ist ja echt elend. Was kann alles weg? Da haben wir einen neuen Anzug. Passt besser zum Helm. Nee, komm, für die paar Punkte. Für die paar Punkte lohnt sich das nicht. Der hat mich doch hier reingelotst. Sollte ich hier nicht reingehen? Ach so, da ist die Fahne, die ich antatschen muss. Don't touch my ding along. Kennt das einer? Please touch, oder heißt das please touch my ding along? Irgendwie so ähnlich ging das doch. So, Kaffee alle. Mach mal Wasser in die Tasse. Ist natürlich geil mit diesem Restkaffee. Dann schmeckt das so richtig scheiße. Also wer davon nicht wach wird, der ist kein Mensch. Ich habe auch so ein Aminosäurenpulver gewonnen auf der Shibo. Das hat den Geschmack, der hat die Geschmacksrichtung American Coffee. Und wenn du das in Mineralwasser machst, das schmeckt wie kalter Kaffee mit Kohlensäure. Also, da ist viel Koffein drin. Aber selbst wenn da kein Koffein drin wäre, allein vom Geschmack, bist du wach. Weil du dann nämlich anfängst zu würgen. Alles weggestratzt. Na, jetzt muss ich nochmal nachladen. Ja, eben. You touch my tralala. My ding ding dong. Genau das ist es, Ocean Blue Ink. Wundert mich irgendwie jetzt gerade gar nicht, dass du das kennst. Oh, ist außenrum. Muss ich außenrum oder muss ich da lang? Okay, außenrum. Warum kann ich da nicht raus? Doch da lang. Doch, das habe ich gesagt. Ich stehe immer zu dem, was ich sage. Muss ich ja, wird ja immer alles in Videoform festgehalten. Na, bleib doch mal stehen hier. Nein! Fuck. Das ist der Beat, der uns antreibt. Tag für Tag in die Ohren reibt. Das ist übrigens ein Lied von mir. Gibt's aber noch nicht bei dieser Spotify und so. Fand ich zu doof. Wenn man ein eigenes Lied zu doof findet, sollte man das nicht als Single veröffentlichen.
Aber dennoch, ich kann es ja nicht oft genug sagen, wer dieser Spotify oder so hat, doch einfach mal, oder iTunes, doch einfach mal nach Gameblamer suchen. Ihr werdet überrascht sein. Meine neueste Single heißt Blowjob from Your Mom. Im Übrigen. Und das ist kein Scherz. Meine dunkle Seite ist das. Wobei ich finde, Blowjob from Your Mom ist doch eigentlich ein richtig schöner Titel. So, ich bin kurz im Bad, muss meine Haare nachfärben. Okay. Ach, danke, aber wer sich seit Jahren die Haare selber scheidet und färbt, ist schon in Übung. Was ein Titel. Ja. Das ist aber ein Titel, deswegen laden die Leute sich den Song dann runter. Blowjob von mir, Mom. Weißt du, das sind diese ganzen, die hier bei Brazzers und so, diese Milf Hunter und so gucken. Das sind die Leute, die sich dieses Lied dann anhören. Weil, wenn wir ehrlich sind, 80% unserer Zeit verbringen wir doch mit Pornos im Internet. Und dann ist so ein Titel doch prädestiniert zum Download-Dingens. Download-Hit. Ich weiß, ein Konzert werde ich mit diesem Lied bestimmt niemals geben. Aber im Internet ist alles möglich. Wo sind die denn hin? Komisch. Ocean Blue Ink. Das war jetzt eher so bezogen auf Männer. Also Männer verbringen sehr viel Zeit mit Pornos im Internet. Dann sagen wir es so. Schränkt mal das Ganze ein bisschen ein. Oh. Jetzt geht's wieder los hier mit dem Husten. Und jetzt. Oh, endlich ist das Kackding da kaputt. Frauen sind schlimmer. Dann lass mich mal an Tumors Schiff ran. Toll. Du machst deine eigene. Also da möchte ich aber gerne mal einen sehen. Kann man den bei My Dirty Hobby sehen? Deine eigenen Pornos? Nutze die gestohlenen Schlüsselcodes. Ah, da. Ich könnte mir mal wieder die Nase putzen, glaube ich. Gib mir Deckung. Ich versuche herauszufinden, wie das funktioniert. Verteidigung. Genau, wenn ich mir die Nase putze, soll ich Deckung geben. Ist klar. Oh, das hat das Spiel auch absichtlich gemacht. Oh. Ey, so weit können die springen? Dann sollen die mal hier rüber springen.
Oh nein, nein, nein. Ich höre gar kein Geschrei. Bist du noch an einem Stück? Im Gegensatz zu dir kommen sie gut mit feindlicher Technologie klar. Hey, der Teleporter war ganz verwext und so. Nein! Scheiße. Oh, Konki, da ist ja versucht, einen Link zu posten. Das geht natürlich nicht. Oh, jetzt wieder das Ganze von vorne. Gib mir Deckung. Ich versuche herauszufinden, wie das funktioniert. Verteidige das Schiff. Ich versuche, die Angriffsfläche einzugrenzen, indem ich hier hinkomme. Die kommen ja sowieso alle mir hinterher. Nein! Schlechte Taktik. Ganz, ganz schlechte Taktik auf jeden Fall. Scheiße. Okay, vielleicht doch hier verschanzen. Gib mir Deckung. Ich versuche herauszufinden, wie das funktioniert. Verteidige das Schiff. Gladiatoren, die können ganz schön was auszahlen. Den Scharfschützen außer Gefecht setzen. Das kriege ich echt ein Problem. Mann! Das ist nicht einfach jetzt. Wahrscheinlich deswegen, das ist Stress. Stress löst bei mir jetzt meinen Husten aus. Gib mir Deckung. Ich versuche herauszufinden, wie das funktioniert. Verteidige das Schiff. So, direkt auf den Gladiator am besten. Ach, scheiß drauf. Ah, diese scheiß Scharfschützen immer.
So. Ich kann mit jeder Konfrontation von vorne umgehen. Aber nicht mit Scharfschützen. Mein tolles Maschinengewehr wieder alle. Nein! Oh, da stoßen die mich einfach von dieser scheiß Plattform, die Spastis! Och, das ist doch Kacke! Ey, dann bin ich jetzt so gut und dann schmeißen die mich einfach von der Plattform runter! Oh, so eine Penner-Scheiße! Oh, das ist doch nicht den hier fucking Ernst! Gib mir Deckung. Ich versuche herauszufinden, wie das funktioniert. Verteidige das Schiff. Mir egal, was passiert, die sollen erstmal hier kommen. Ach, haben sie neuen Scharfschützen abgesetzt. Bist du noch an einem Stück? Im Gegensatz zu dir kommen sie gut mit feindlicher Technologie klar. Hey, der Teleporter war ganz verwext und so. So, da kommt der nächste Schwung. Zu denen habe ich jetzt wenigstens ein bisschen Abstand. Das sollte ja meine Taktik eigentlich von Anfang an sein. Ja, da ich die hier, dass sie zu mir kommen müssen, dass sie sich hier ballen, scheint ja ganz gut zu funktionieren. Na also! So, jetzt nochmal eben alles. Ach, guten Morgen, Deskartes.
Kommst gerade rein und direkt Rageblamer, ja. Ja, das war jetzt aber auch echt... Ich habe, glaube ich, das dritte Mal oder das vierte Mal die Mission versucht und ich sterb mal nicht und dann schmeißen die mich von dieser scheiß Plattform runter. Ne? Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber ist ja jetzt doch nochmal alles gut gegangen. Wir bauen auf dich, Hüter. Zerstöre die Waffen der Allmacht. Eliminiere diese Bedrohung. Und in der Zwischenzeit machen wir uns bereit für einen letzten Lauf durch die Stadt. Das wird Gauls letzter Tanz. Boah. Mittlerweile, wenn ich huste und mir die Nase putze, habe ich das Gefühl, als wenn ich hier, genau hier einen Stein hätte. Das tut richtig weh. Das ist, glaube ich, auch das, wo das Blut herkommt. Ich glaube, wir haben einen Gehirntumor. Zavalas Truppen gehen schon um die Stadt herum auf Position. Aber sie können nicht angreifen, bis wir das Ding platt gemacht haben. Bereit, wenn du es bist. Sieht ein bisschen nach Star Wars aus, oder? Hier so zum Todesstern. Das sieht aus wie ein riesiger TIE Fighter. Boah, das tut weh. So, ja, sieht ja schön aus. Finde die Waffen der Allmacht. Geschafft. Wir sind auf der Allmacht. Gut. Ihr müsst den Zentralkern des Schiffs finden und das Waffensystem deaktivieren. Am besten folgt ihr der Treibstoffleitung. Das machen wir. Ist schon aktiv. Sind wir zu spät? Noch nicht. Du musst die Verbindung zwischen der Allmacht und der Sonne unterbrechen, bevor das Magnetfeld der Sonne zerstört wird. Okay. Das sieht schon mächtig aus. Oh nein, Gladiator. Oh, ich hasse die Dinger. Ich fahre meine Brücke aus. Das kann man jetzt wieder verstehen, wie man will. Mann! Warum kriege ich jetzt schon wieder so einen Hustanfall? War doch bis jetzt alles gut. Oh, ich wollte gerade sagen, ich muss erstmal durchpushen. Damit ich von diesem scheiß Flugzeug wegkomme, das mich die ganze Zeit mitballert. Oder ich muss warten. Aber ich bin kein Held. Ich bin keiner, der gerne wartet. Ja, jetzt kommen die. So, bin ich auf jeden Fall schon mal drüben.
mit ihrem Kackschutzschild da immer. Wo ist es? Da ist die Wand des Titans besser geeignet. Ja, man findet immer einen Weg, ne? Hast ja gesehen. Unsere Truppen positionieren sich an den Stadtmauern. Du gibst das Signal für den Angriff. Wir erledigen das, Commander. Ich spiele grundsätzlich eigentlich immer erstmal mit Warlock. Immer Warlock. Finde ich das Beste überhaupt in Destiny 2. Und Destiny 1. Im Destiny-Universum, sagen wir es so. Blockiert. Wir könnten aber sicher die Mahlzähne wieder in Gang bringen. Ob wir das können, weiß ich nicht. Wir können es versuchen. Es scheint, als benutzt die Rotlegion Merkur als Treibstoffquelle. Das Sonnensystem ausbeuten? Das ist irgendwie beeindruckend. Ja, so mit den Blitzen aus der Hände wie der Imperator in Star Wars. Das ist die beste Fähigkeit von allen. Das ist radioaktiv und instabil. Halt es nicht zu lange in Händen. Ja, dann quatsch mich nicht voll, sondern zeig mir, wo ich damit hin soll. Das ist radioaktiv und instabil. Leg das woanders hin. Aber wo? Und jetzt? Ach so, läuft jetzt. Nein! Gibt's doch nicht. Aber heute ist hart. Aber ich renne den Gegnern aber auch immer entgegen. Irgendwo Scharfschützen. Bleibst du wohl weg? Oh! Okay.
Oh, und dann hänge ich in der Ecke fest. Die Erztunnel sind frei. Wir können dem Treibstoff zum Waffenkern folgen. Das ist doch gut. Zavala, deine Truppen stehen an der Stadtgrenze bereit. Verstanden. Ich schalte gleich den Funk aus. Die Rotlegion darf nichts ahnen. Ist wohl selbstverständlich, dass sie nichts ahnen dürfen. Zu spät. Hier habe ich auch was gesehen. Das finde ich am besten. Die Flammenwerfer-Leute da immer den Rucksack da abknallen. Die Gasflaschen, die dann explodieren. Eleganteste also, Lösung. Der einzige Weg zu unserem Ziel führt da draußen lang. Wow. Was ist das? Bleib in den Schatten. Den Schatten. Mach ich doch. Irgendwie ist das genau das Gegenteil von Gears of War. Bei Gears of War ist alles immer so dunkel und so und hier ey, alles voll immer am Glühen und so. Außenblowing. Oh, ich habe mich gerade nackig gemacht. Das hast du verpasst. Hab mich aber schnell wieder angezogen. Ich fand das ein bisschen unpassend in diesem Livestream. Aber der Konki wollte das unbedingt, da ich mich ausziehe. Ach, mach das ruhig, solange du nicht vor mir stehst. Ach so, also bei dir muss man, also man muss live vor dir stehen, damit sowas Auswirkungen hat. Findest du es so, wenn du im Video oder so einen schönen Männerkörper siehst, macht dir das nichts? Also wenn ich in Videos einen schönen Frauenkörper sehe, macht das schon was mit mir. Dann muss ich nicht nur live vor mir stehen. Boah, ich hasse diese scheiß Scharfschützen. Die machen mir das Leben echt schwer.
Nö, kann ich ja nicht anfassen. Ist ja langweilig. Außerdem glaube ich, bin ich da eh anders. Was heißt, du glaubst, du bist da eh anders? Muss ich da jetzt hoch? Sieht so aus, ne? Oh, wieder eine Kletterpartie. Vorsicht an die Leute mit Schwindelkrams und sowas. Könnt jetzt schwindelig werden. Wie gesagt, solange man nicht vor mir steht, passiert da nichts. Okay. Hey, Hawthorne sagt, wir nähern uns dem Einsatzort und ich bin nicht gut im Redenschwingen. Also tu, was du tun musst. Komm da heil raus, okay? Hier lacht sonst keiner über meine Witze. Da muss ich auf jemand anders warten, den ich damit ärgern kann, dass ich mich gerade ausgezogen habe. Oh oh. Wow, das sieht heftig aus. Siehst du die Rohre? So kommen wir zum Waffenkern. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die Alex. Ja, also die könnte man durchaus damit ärgern. Das glaube ich auch. Wow! Jetzt geht die Reise los! Die Musik, die ist auch sehr, 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 sehr geil jetzt. Die verspricht so richtig, dass jetzt was passiert. Abfänger! Die wollen wohl, dass wir hier alles in die Luft jagen. Einfach. Wow. Wow, ja. Das trifft's. Die Wärmeaustauscher. Zerstöre sie, damit die Waffe überhitzt. Wo? Ach hier.
Blenden blockieren unsere Schüsse. Warte, bis sie sich öffnen. Na komm, mach auf hier. Genau so. Ich glaube, ich kann ihn nicht mitnehmen. Obwohl doch, ich könnte es versuchen mit Anlauf. Nee. Das ist natürlich scheiße. Hallo Abby! Über diese Ballerspiele. Ja, ja, ist klar. Descartest, nein. Also hier war vorgeschlagen Level 15. Aber ich bin ja schon Level 20. Genau, aber selbst COD spielen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Argument, was der Descartest da gerade anbringt. Oh, der Wärmeaustausch ist gerade auf. Glanzengramm erhalten. Sehr geil. Nummer 2. Der letzte sollte den Kern kühlen. So, da sollte ich lang. Ah, okay, verstehe. Zu spät gecheckt. Komm, mach die Tür auf. Tada! Noch nicht gereicht. Jetzt muss ich echt warten. Oder klemmt da jetzt? Oh ne. Oder nicht. Die Temperatur steigt, aber das reicht nicht. Wir müssen den Kern selbst erwischen. Den Kern selbst? Muss ich bestimmt rein. Klar muss ich da rein. Eine Fusionszelle. Damit können wir das Elektronenreservoir überlasten. So, siehst du, jetzt ist das kein Ballerspiel mehr, jetzt ist das ein Ballspiel. Wir spielen Ball. Ich wette, jetzt muss ich hier ganz schnell raus. Oh, ich kann nicht raus. Wie soll ich denn laufen? Wo denn? Ah, da. Oh, Mann! Zavala, die Waffe ist zerstört. Starte den Angriff. Fertig. Ab nach Hause. Boah. Aber wir haben jetzt gar nicht gegen Ghoul oder Gaul gekämpft. Heben sie sich das fürs DLC auf oder was? Oder kommt das jetzt noch?
Gute Arbeit, Colonel. Wie viele waren das? 7 in Folge? Ah, wer braucht das Licht, wenn man einen gefiederten Freund an seiner Seite hat? Richtig? Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe recht. Okay. Ja, das ist der Treffpunkt, an dem ich den Teleporter aufstelle. Zavala und Ikora sollten jetzt an ihren Plätzen sein. Zavala, wir sind in Position. Wir auch. Ikora, bereit, wenn du es bist. Copy. Geht in Deckung. Macht's alle fertig hier! Okay, weiter. Zavala, wir sind auf dem Weg. Sau. Warum legt ihr Hüter euch alle naselang flach? Wo ist Kate? Wenn er sich an den Plan hält, ist er genau dort, wo er sein soll. Jetzt müssen wir nur noch dich und Ikora hoch zu ihm schaffen. Das ändert die ganze Sache. Überlass das mir. Du geh weiter. Ikora, Kate ist oben. Ich bin unterwegs. Viel Glück. Hüter. Ich finde die Musik richtig gut gemacht. Also richtig gut. War aber schon bei Destiny 1 auch sehr, sehr episch. Oh, da kommt die Eve gerade reingestolziert im Hintergrund. Wohl. Der Feind greift die Stadt an und die Allmacht ist verloren. Verloren. Erkläre dich. Verwüstet. Von dem gleichen Hüter, der irgendwie seine Macht zurückbekam und unsere Armeen in diesem verdammten ganzen System demütigt. Du würdest das wissen, aber du verschwendest deine Zeit an eine Maschine und eine Kreatur, die behauptet, mit ihr zu sprechen. Pass auf deinen Ton auf, Konsul. Mein Ton? Ah. Unsere Mission, diese Macht für unser Volk zu sichern, wird scheitern. Zum ersten Mal in der glorreichen Geschichte der Rotlegion. Ha! Wegen dir und deinen lächerlichen Sorgen. Sieh dir deinen Reisenden an, Dominus. Der Käfig ist fertig. Die Zeit ist reif. Nimm, was rechtmäßig dir gehört. Nimm seine Macht. Sag, Sprecher, was will der Reisende noch? Gaul, ich spreche für den Reisenden. Ich habe nie behauptet, er spricht mit mir. Oh!
Diese Fixierung ist vorbei. Du wurdest bereits auserwählt. Nicht von einer Maschine. Von mir. Und zwar an dem Tag, als ich dich fand. Vergiss nicht, wer du bist. Was du bist. Du bist Kabal. Kabal erwarten nicht. Du nimmst das Licht. Tu, was du geschworen hast und gib mir die Rache, die du versprochen hast. Sieh mich an, Schüler. Sieh mich an! Ich werde tun, was ich geschworen habe, alter Freund. Ich bin Gaul. Und das Licht ist mein. Und das heißt jetzt, was? Ach, versteh einer die Männer, ne? Ja, Ocean Blue Ink, die Story ist wirklich mega geil. Also so viel haben die in die Story bei Destiny 1 nicht reingesetzt, wie hier. Ist zumindest so empfinde ich das zumindest. Destiny 1 war geil vom Spielen her und so weiter, aber ich finde von der Story her ist Destiny 2 um Längen besser. Der Reisende. Was passiert mit ihm? Zavala, wir sind zurück und dann schon. Hauptsache, wenn man sich mal meine Destiny 1 Videos anguckt und jetzt die Destiny 2, ich habe immer ein Surus-Automatikgewehr in der Hand. Surus macht einfach die besten Automatikgewehre in dem Spiel. Neues Ziel. Triff dich mit der Vorhut. Ach so, ist markiert. Bist du noch da? Uns geht es gut, aber der Reisende. Deshalb sind wir hier, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ikora und ich nähern uns dem Treffpunkt. Kate ist schon da. Wir nutzen den Wächsteleporter, um zum Reisenden zu gelangen. Wenn wir es soweit schaffen. Ich renn mal einfach durch. Willkommen zurück, Hüter. Freut mich, dass du dabei sein kannst. Die Rotlegion hat diese Energiebarrieren aufgestellt, um uns in die Falle zu locken. Ich kann mich ins Netz einschleusen und es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Gib mir eine Sekunde. Das war's damit, einfach durchrennen. Welche Energiebarriere? Ich habe die Barriere deaktiviert. Beweg dich! Wohin? Ich habe von Anfang an keine Energiebarriere gesehen. Ach, die da. Okay. Ich kann die Barriere nicht viel länger deaktivieren. Los! Ja, ich bin ja schon drin. Verstanden. Wir sind gleich beim Treffpunkt. Kate, ist der Teleporter aktiv? Au, verpiss nochmal. Ja, passt. Ich wusste es. Lass nie einen Kate einen Hawthorne-Job machen. Das habe ich gehört, Poncho. Schon wieder die Energiebarriere. Hawthorne, wir kommen schon wieder nicht weiter. Noch eine Energiebarriere. Warte, ich bin dran. Nein! Boah, ist dem sein MG stark. Ja, Ocean Blue Ink, dann kauf dir das doch dann auch, wenn das für den PC kommt. Und dann kannst du auch mal mit dem Duplo, dem Konki,
dem Razor Energy und mir zusammenspielen. Dann können wir zusammen raiden. Also Story geht leider meistens immer nur zu dritt. Auch Strikes. Aber Raiden geht zu sechst. Oder PvP. Geht ja auch mit 8 Mann. Also je mehr Leute nachher Destiny 2 haben und mit uns spielen, umso besser. Meiner Meinung nach. Lohnt sich auf jeden Fall, wie man sieht. Oh. Das lassen wir nicht liegen. Oh oh. Wenn die Barriere aufgeht, habe ich Spaß. Hä? Ist die offen? Nee. Weil doch so ein Koloss nämlich da drin auf mich wartet. Bewegung! Die Barriere ist aus! Kate, wir können sehen, dass ein Rotlegionstrupp deine Position flankiert. Wie lautet dein Status? Verdammte Hacke! Nächstes Mal kannst du deinen Kugelhagel die Vex-Tech reparieren. Man kann gar nicht schlecht sein in Shootern. Also in so... Ach. Also PvP, okay, da kann man schlecht sein in Shootern. Aber bei sowas oder Raids oder so, da kann man nicht viel falsch machen, glaub mir. Selbst der Konki, der spielt das ja mit uns. Und der stirbt die ganze Zeit. Und trotzdem haben wir den auf Max-Level gebracht. Konki ist der Sterbende. Es gibt hier den Reisenden, den Wanderer und Konki ist der Sterbende. Ikora und ich haben den Treffpunkt erreicht, aber Kate kämpft immer noch mit dem Teleporter. Ich kann ballern oder reparieren, aber nicht beides gleichzeitig, weil die mir gerade den Arm abgeschossen haben. Kate, wir brauchen diesen Teleporter. Wir können die Position nicht mehr lange halten. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen deine Hilfe, Hüter. Ja, wo bist du denn? Wo seid ihr denn? Der Reisende. Goll muss einen Weg gefunden haben, das Licht des Reisenden anzuzapfen. Das ist die einzige Erklärung. Hüter, wir müssen ihn aufhalten, wenn er das Licht an sich reißt. Dann ist alles vorbei. Alles verloren. Ich wusste, dass er das sagt. Ich bin auch reines Fallobst. Der Konki manchmal auch. Der Konki hört jetzt gerade, glaube ich, gar nicht zu. Aber der wird es dir, glaube ich, sogar selber bestätigen. Wie komme ich denn jetzt darüber? Wie komme ich darüber? Da. Ah, da. Oh, 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 fuck. Boah, das war knapp. Wenn das nicht gut ausgeht, dann sollt ihr wissen, dass ich voller Stolz in eurem Einsatztrupp war. Wenn wir sterben, tun wir dies zumindest im Schatten des Reisenden, alter Freund. Wir stecken hier in der Klemme und ihr schwingt immer noch große Reden? Sieht fast aus wie ein Call of Duty Level hier. Nur noch eins. Hey! Hört auf zu schießen! Nein!
Sprung schaffen wir nicht. Nur du allein kannst es schaffen. Rette den Reisenden. Mach ich. Kein Ding. Dann habe ich heute nur Story gespielt bis zum Schluss. Du weil ich jetzt gleich schon wieder aufhören. Näher können wir dich nicht an den Reisenden bringen. Ich muss ja zur Arbeit. Du kämpfst für uns alle. Naja, ist ja auch schön, mal so eine so rein nur Story spielen. Kein Rumgeplänkel. Interessiert sowieso die meisten eher die Story als Strikes. Obwohl so ein richtig geile Raid. Die kann auch sehr spannend sein. Ich sehe nichts. Ach, oben! Ach. Außerdem ist das alles übrigens eine Übungssache, Ocean Blue. Guck mal, die Envy, wie die das erste Mal mit uns Player Unknown Battlegrounds, nee, H1Z1 gespielt hat, wusste sie auch nicht, was geht denn da überhaupt ab. Aber sie ist mit der Zeit besser geworden. Oder Dead by Daylight. Auch sehr gutes Beispiel. Komm, eingeschränkter Wiedereinstieg und dann Goal. Komm, gib ihn mir. Kommt jetzt bestimmt. Jetzt geht's los. Und er hat die Kraft des Reisenden. Da, ich sehe den doch schon da drin. Jetzt geht's rund. Jetzt ist Endboss. Endboss! Dass dein Reisender dich wieder zu mir schickt. Sieh mich an. Dominus der Rotlegion. Auslöscher von Sonnen. Vernichter von tausend Welten. Richter von Göttern und Bezwinger des Lichts. Ich bin Gott. Ich dachte, jetzt kommt Schwanzus Maximus. Zur Legende. Ah, du musst erstmal noch zur Legende werden, indem du mich tötest, mein Freund. Und ich wette, da ich das gesagt habe, bin ich jetzt gleich instant tot. Zwei Schüsse, weg. Von der Plattform geflogen. Klassiker. Du entkommst mir nicht nochmal! Dein Reisender hätte mich wählen sollen. Und jetzt ist es zu spät. Blicke auf deinen toten Gott. Er rettet die Menschheit nicht mehr. Ey, was ist das für ein Flummi? Ich bin Gott. Ich nehme, was mir gehört. Warum ist er denn auf einmal immun gegen alles? Was soll das? Wenn der immun ist, renne ich weg. Ah, okay.
deinen Reisenden hast du enttäuscht und deine Stadt sterben lassen. Rotze! Du hast nichts, wofür du kämpfen kannst. Nichts, wofür du sterben Doch, kannst. Ich habe meine Familie und Freunde. Und die Glücksbärchis. Ach, bin ich doof. Ja, scheiße. Feiger Hund. Das Licht! Würde ich jetzt nicht so sagen. Nein! Nein! Stirb! Woll! Ja, danke Ocean Blue Ink. Ende! Nein, das ist nicht in ihr Ernst. Siehst du mich jetzt? Ich bin unsterblich. Ein Gott! Du hast versagt. Ich bringe ein neues Zeitalter. Boah, ich dachte, jetzt muss ich nochmal gegen den kämpfen als Riesenviech. Ich habe mich schon in der Bredouille gesehen. Tja, dann habt ihr jetzt nur noch Strikes und Raids, ne? Und PvP.
das schön eben. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten. Versuchen, es einzufangen. Doch das Licht findet seinen Weg. Ach, Eve. Ja, nimm schon wieder fest. Destiny 2. Ende. 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 Nein, aber Destiny endet ja eigentlich nie. Wie gesagt, also danach gibt's jetzt... Ja, das wollen wir gar nicht sehen. Überspringen. Dann gibt es halt die Sache, dass man ab dann, für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt Raids und Strikes und es gibt ja noch Nebenquests und so weiter. Und dann gibt es immer wieder bessere Engramme, immer wieder bessere Waffen, bessere Fahrzeuge, bessere Ausrüstungsgegenstände. Und die kann man dann auch nochmal verbessern, indem man die irgendwie aufwertet und Modifikatoren dazu macht. Und es gibt ja noch das PvP. Und bei Destiny gibt es immer was zu tun. Nur weil die Story jetzt vorbei ist, heißt das nicht, dass ich kein Destiny 2 mehr streame. Nein, auf keinen Fall. Aber jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch für andere Sachen, wie zum Beispiel Quake Champions kann ich wieder spielen. Dafür habe ich jetzt wieder ein bisschen Zeit. Hat ja auch Bock gemacht. Oh. Ja, Conky, du hast... Also, jetzt siehst du gerade die letzten Minuten vom Ende. Du hast auf jeden Fall die Endsequenz schon verpasst. Das ist jetzt noch die Endsequenz nach der Endsequenz. Nach dem Abspann. Du hast auf jeden Fall jetzt nicht gesehen, wie es zu Ende geht. Du siehst jetzt nur, wie es nach dem Ende weitergeht. Und zwar wunderschön. Der Reisende verteilt sein Licht im ganzen Universum. Ach, du hörst mich nur. Ja, dann ist doch gut. Dann wurdest du nicht gespoilert. Ist doch klasse. Oh, was kommt da? Oh, eine neue Bedrohung. Es sind die dreieckigen Borg. Ja, das ist schon eine Ankündigung aufs DLC. Ne, also das war jetzt eindeutig eine Anspielung auf das nächste DLC, was kommt. Auf jeden Fall. Aber mussten sie ja auch am Ende machen. Ne? Irgendwie so, Leute, passt auf, das war nicht alles. Da kommt mehr. Sehr schön gemacht. Und dreieckige Borg, also das ist ja schon mal eine gute Idee. Die sehen dann wahrscheinlich als Figur, als Charakter aus wie die Coneheads. So, aber bevor ich hier jetzt Ende mache, gehen wir nochmal zurück zur Farm. Puh, das war knapp Ton und Bild ausgemacht. Ja, Glück gehabt, komm. Ich denke mal, wir werden jetzt bei der Farm auch spawnen. Dann werden wir uns nochmal eben angucken, was wir an legendären Engrammen gekriegt haben. Und wird auf jeden noch besser. Deskrates, noch besser? Wie soll das denn gehen? Also ich muss ehrlich sagen, Destiny 2 jetzt war von der Story her echt Hammer bis jetzt. Spielerisch Hammer. Ich habe meinen Sparrow, das ist jetzt auch Hammer. Und ja, also ich bin echt gespannt. Aber besser? Also besser kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Oh, wir sind... Ist das... Hä? Wo sind wir? Das sieht fast aus wie der Turm. Ah, das ist das Schiff, ne? Okay, jetzt ist das also unser Sammelpunkt. Okay, gehen wir erstmal in die Poststelle. Nochmal alle durchsprechen hier. Oh, schön. So, verlorene Objekte. Alles mitnehmen. Erstmal einfach alles einpacken. So, hier Engramm. Zwei Glanzengramme habe ich sogar.
Oh, mittleres Geschenk mit Glanzstaub. Neue Shader. Wow, ein neues, ein legendäres Flugzeug. Und noch ein paar Sachen. Er hat bestimmt etwas Interessantes gefunden. Jetzt rennen wir zur... Ja, wir haben ja ein legendäres Engramm gekriegt, während wir gekämpft haben. Was kann ich für dich tun, Warlock? Mal gucken, was da drin ist. Jawohl, schöner Beinschutz. Freue mich doch langsam auf das Game. Und du willst es wirklich auch mit Gamepad auf PC spielen? Ja. Auf jeden Fall spiele ich es mit Gamepad auf PC. Oh, das ist aber ein Impulsgewehr. Das möchte ich nicht. Ja, auch nur Scheiße. Wobei die Handfeuerwaffen ja eigentlich noch gehen. Aber Scout-Gewehre gehen auf keinen Nichts Fall. Nichts ist so unvergleichlich wie verschlüsselte Daten, wie ich immer sage. Oh, nee, da behalte ich auch die Klinge. Mein Sender ist ausgefallen. Da werde ich mal gucken, ob ich gleich mal was aufwerten kann. Ah, hier, 220er Beinschienen. Das ist doch mal klasse. So, dann kann ich nämlich hier die legendären zerlegen. Und dadurch kriege ich ja wieder auch Bruchstücke, mit denen ich wieder was aufwerten kann. Nur drei. Ich muss zugeben, ich nicht bin viel. Neugierig, was du mir da 220er Rüstung. 217. Da auch 220er. Sehr geil. Alles andere kommt wieder weg. Impulsgewehr zerlegen. Und das soll mir jetzt was bringen, wenn ich das Impulsgewehr zerlege. Dieser Krieg ist ein komplizierter. Ja, nee, das werde ich nutzen, um das Automatikgewehr aufzuwerten. Ich weiß, was du meinst, Herr Skrittes. Aber ich möchte diese normale Uniform wegkriegen. Ich habe noch eine exotische Uniform. Und die möchte ich gerne aufwerten. Oder eine legendäre Uniform, weiß ich jetzt gar nicht genau. Muss ich gleich nochmal in meinen Tresor gucken. Oh, da, experimentelle Waffe. Spurgewehr. Oh. Oh. Boah, ich werde hier wieder zugeschmissen mit Sachen. Muss ich direkt wieder gucken. Spurgewehr. Ach, das ist dieser Strahl, ne? Das ist dieser Strahler. Ah. Okay, das kann man natürlich statt einem Automatikgewehr mal ruhig gerne reinmachen. Oh, das erlege ich jetzt, weil ich jetzt ein besseres Scharfschützengewehr gekriegt habe. Probleme in der Welt, hm? Nett von dir. Dann habe ich auch schon wieder Bruchstücke. Die Beta war aus der Hammer, sage ich nur. Ja, aber trotzdem. Also man kann das ja auch sehr, sehr gut mit Joypad spielen. So, ich habe jetzt nochmal ein Engramm gekriegt. Ne? Ah ne, das hat er direkt aufgemacht. Du musst vorbereitet so sein und dich anpassen können. Jetzt kann ich noch da lang gehen. Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Aha. Hier gibt es noch eine Mission. Ich dachte, die Story wäre jetzt rum. Platz da! Macht Platz! Für den Helden! Ach so, kriege ich noch hier Lass Medaillon. Lass dir die ganze Rettungssache nicht zu Kopf steigen. Sonst bereue ich meine Entscheidung noch. Ja, so ist es. Du dachtest wohl, du könntest... Bis später. Ich dachte gar nichts. Ich weiß, du kannst es. Hätten wir in der Stadt Clans gehabt, als ich ein Kind war? Ich hätte nie geglaubt, dass der Reisende erwacht. Wenn das ein Test des Reisenden war, dann habe ich versagt. Falsch zu liegen. Mann, ich werde hier zugeschmissen mit Geschenken. Truppführer wird gebraucht, kann ich aber nicht auswählen. Hast du Neuigkeiten für mich? Ach so. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass ihr
Empfohlene Power 220. Da bin ich schon wieder zu schwach für, obwohl ich so mega bin. Naja, wir suchen jetzt mal eben den Tresor. Oh, wie ist denn Dyla gestorben? Ist bestimmt runtergesprungen, aus Versehen. Achso, hier ist noch aus dem Schmelztegel der Typ. Draußen, komm. Oh, wer ist... Ah, der Tresor. So, da habe ich nämlich hier eine exotische Ausrüstung. Die hat nur 105. Ich finde aber, die sieht richtig geil aus. Und die würde ich gerne aufwerten. Und zwar hiermit. Ah, okay. Moment. Muss ich das anders machen? So rum. So, und jetzt. Warum geht das denn jetzt nicht? Ach so, für Infusion zerlegen. Zack. Boah, sogar 225 bei rumgekommen. So, und wir haben diese schöne Ausrüstung dann. Ich finde, die sieht nämlich richtig geil aus. So, hier haben wir den neu. Generiert Waffenmeister-Telemetrie. So, sind wir nämlich viel schicker. So, reden wir kurz mal mit dem. Wieso können die Frischlinge im Schmelztiegel nicht mehr so sein wie du? Tja, das weiß ich auch nicht. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Eine Sache fehlt noch, und zwar der da. Der Shavala. So heißt er ja, glaube ich, ne? Ja. Sei gegrüßt. So, der hat nichts für mich. Geizhals! Geizhals! Gemeinsam gibt es nichts, was wir nicht. So. Was ist da noch? Wir sollen ja mit Kate reden gehen. Im Turm. Ich denke mal, das ist dann hier lang. Ah, Leute, ich bin doch... Also, die Rüstung, die sieht doch mal geil aus, oder? Oder nicht? Ah, da. Oh, hey. Weißt du, Hi. Ich dachte immer, dass die Jäger nicht zur Vorhut passen. Oh, eine neue Klinge! Oh, ich helfe hier ganz gut aus. Die meisten Leute kennen nur Ikoras ruhige und bedachte Seite. Du hättest sie damals in ihren Schmelztiegeltagen sehen sollen. Wie damals, als Ikora und ich... Schatzkarten. Sie würden mich schlecht umbringen, wenn ich dir das erzählen würde. Kämpfe mit Köpfchen, verstanden? So, Moment. Man muss ihre Sprache die Klinge lernen, direkt ausrüsten. Grund, weißt du. 210, die können wir dann auch direkt aufwerten. Haben ja noch genug Bruchstücke. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich darauf freuen würde, wieder im Turm zu. Das machen wir mit der 213er Klinge. Warum kann ich nicht die 220er? Nee, also nee. Nee, für nur drei Unterschied mache ich das nicht. Nee. Nee. Da muss was Besseres kommen. Wie gefällt dir mein neuer Laden? Ich gucke manchmal nach oben und bin überrascht, den alten Hangar nicht zu sehen. Ach ja, nicht das erste Mal, dass ich wieder von vorne... Oh, was ist das denn? Immer ein Standardsprungschiff? So gefällt mir das. Ach so, nee, möchte ich nicht. Steil gehen, steil fliegen... Also hätte man normalerweise jetzt erst einen Sparrow gekriegt. Ich kann froh sein, dass ich vorher einen gekriegt habe, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Voll gegen die Wand gelaufen. So, ist jetzt noch irgendwas? Ja, da. Mann. Geschenke. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ich mache das jetzt noch, damit man weiß, was eventuell in den nächsten Livestreams noch auf euch zukommt. Ich habe geholfen, diese Mauern zu errichten. Oh. Ich war stolz. Exotisches Engramm. Will es noch. Aufzubauen reicht nicht. Wir brauchen mehr.
neue Questaktivitäten verfügbar und neue Abenteuer verfügbar. Goal wurde besiegt und die Stadt zurückerobert. Es bleibt noch viel zu tun. Neue Aktivitäten und mächtige Feinde warten auf allen Welten. Finde legendäre Waffen und Rüstung, um deine Kraft zu steigern. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt kommt das halt mit den ganzen Strikes und Raids und so, um sich immer weiter zu verbessern. Hallo, Hüter. Willkommen. Und, was ist drin? Oh, bitte eine Energiewaffe. Lass es bitte ein Automatikgewehr sein. Das wäre so nice. Nein, das ist natürlich eine zweite... Und, was ist es? Was ist es? Was ist es? Impulsgewehr. Ach, nö. Ich hab noch einen dabei erwischt, wie er Wurmspuren aus der Stadt schmuggeln wollte. Naja, aber ich muss so oder so... muss ich gucken, wegen dem Kaltspur, wegen dem Spurdingen, was mir nachher besser gefällt. Ja, ja, Hüter, lass uns... Ja. Ob mir nachher das Spurgewehr besser gefällt oder vielleicht das Impulsgewehr als Zweitwaffe. Das bleibt noch abzuwarten. Ich muss mir das Spurgewehr erstmal angucken. Clan-Einladung erhalten. Ja, würde ich gern, aber nicht mehr heute. Ja, Leute, ich muss mich jetzt fertig machen für die Arbeit. Ich habe ja Mittagsschicht. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Danke für die Subscriptions und Follows wieder. Finde ich sehr, sehr geil. Und ja, vielleicht heute Abend wieder. Ich habe ja Wechsel von Mittag auf Nachtschicht. Ich hätte eigentlich Zeit. Mal gucken, wie fit ich heute Abend bin. Wenn ich so durch bin wie gestern Abend, dann wird das nichts. Aber ich versuche es auf jeden Fall. So 22 Uhr, 22.30 Uhr, dass das vielleicht funktioniert heute Abend. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, euer Gameblamer.